So, herzlich willkommen zum Q&A. Boah, was ist das denn? Q&A. Haben wir ein Saalmikrofon? Ja, ne? Haben wir. Sehr gut. Ich sehe nämlich überhaupt und gar nichts. So, René ist wieder dabei. Wir fangen wie immer an. René, was ist dein Lieblingssommerfilm? Ich gebe die Antwort, der Morte della Mora, denn das weiß ich schon. Das war übrigens Sky Sharks. Und wer ist das? Kroki. Okay. So, Q&A. Eva Habermann ist zurück. Eva Habermann, herzlich willkommen nochmal auf der Bühne. Die Hauptdarstellerin des Films. Ja. Eva Habermann ist gerade durch die Fußgängerzone von Wolfsburg geirrt. Und hat zurückgefunden, tatsächlich. Hat zurückgefunden. Das liegt daran, dass wir nur die Porsche-Straße haben. Nee, das stimmt gar nicht. Ihr habt da so eine Bühne aufgebaut, irgendwie in der Mitte. Und ja, Dann kann man nicht durchgehen. Okay. Und es regnet wie Sau. Ja. Und die Haare werden immer wilder. Aber egal. Daniel, du hast mir einen Tipp gegeben, wir sollen das Mikrofon nicht ganz dicht nehmen, sondern nur so. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Wir zeichnen das hier auf. Okay, nur mal so. Gut, Eva, Lieblingshorrorfilm, das muss ich noch wissen. Lieblingshorrorfilm, ach, da gibt es viele, die ich sehr... Also ich habe gerade wieder Texas Chainsaw Massacre gesehen, es ist so ekelhaft. Das alte Ding oder das, nee, das neuere? Von Michael Bay. Ja, genau, und es ist so furchtbar. Ah, aber ich mag, also es gibt eine, also ich liebe auch S, ja. Also das finde ich so gruselig, weil es eher im Kopf stattfindet. Und weil man sich das so gut vorstellen kann, dass da irgendwie im Dunkeln irgendjemand wartet. Es gibt so viele derzeit auf dem Markt. Eva, ich habe noch eine Frage. Ja. Zu Texas Chainsaw Massacre. Ja. Da hast du, erinnerst du dich, da wurde ein Bein abgeschnitten in dem... Ja, natürlich weiß ich das. Also ich habe aber zwei Fragen. So, lieber Arm dran als Arm ab. Wie bitte? Lieber Arm dran als Arm ab. Achso, okay. Ja, ich habe mir gerade auch noch ein paar Heilsprüche überlegt. Ja, die sind aber noch nicht so gut. Also ich weiß noch nicht, liebe Grüße in die Heimat. Okay. Ja, genau. Heile, Segen. Okay. Drei gut. Es gab schon bessere. Oder always stay high. Das fand ich schon ganz gut. Aber ich bin ja vorher schon die besten. Ja, ich saß im Sausalitos. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, vielleicht war da irgendwas im Essen. Das irgendwas im Drink. Ich saß da mit meinem Neffen und habe mich ein bisschen beraten, was so als Ei noch so passt. Ei nun. Ja, das passt auch. Ja, aber der nächste beste Horrorfilm der Welt ist natürlich Cyst. Die Highlander. Nein. I wanna get high. Den kennt man noch nicht, der ist auch... Den würde ich übrigens gerne noch verlegen. Aber ich habe gehört, ich bin schon spät. Wird schon verlegt. Und zwar geht es hier um Zysten, die ausgepresst werden und sich irgendwann dann leider verwandeln in ein Zystenmonster und alle Leute verschlingen und immer größer und eitriger werden. Und der kommt Ende Oktober raus auf VOD und danach auch auf DVD. Und was ich ganz stolz sagen darf, dass die Macher von diesem Film quietschend, kreischend unterm Tisch lagen, als wir das erste Mal den Anfang von diesem Film gezeigt haben. So, Alter, und es war sehr lustig. Also, wir werden aber gleich noch sprechen, aber zunächst einmal holen wir die anderen Gäste noch auf die Bühne, denn mit etwas leichter Verspätung. James Bond, Spectre 007, lieber Detlef, das ist ja hier wie mit dieser Laser im Sinne Strange. Kann jemand mal Dieter sein? Ist Dieter da? Ist er Detlef da? Detlef. Er meinte gerade, er muss zum Flughafen, aber ich glaube... Nein, das kann nicht sein. Wo ist der Typ? Ist Detlef da? Da ist er. Also, die legendäre Schiebe aus Spectre. Und Detlef wurde, hat auch schon in dem Genre-Meister der Ballermann 6 mitgespielt. Ja, und in Bang Boom Bang. Detlef, wie lange hast du gebraucht nach Wolfsburg? Erzähl mal. Wie lange ich gebraucht habe? Ja. Naja, 8 Stunden oder so. Oh, 8 Stunden? Von wo aus? 8 Stunden? Mit meinem alten BMW. Naja, wieso das? Aber ich bin, das kann ich jetzt sagen. Ich komme aus der Gegend, ich komme aus Braunschweig. Also von Braunschweig nach Wolfsburg 8 Stunden, das ist nicht erst mal Braunschweig. Okay. Das war schon gigantisch.
René muss doch arbeiten. Ich mag den Humor und ich mag auch den Style, den die haben. Ohne Scheiß, hier ist mehr Rock'n'Roll gewesen als in Berlin auf der Premiere. Habe ich recht? Absolut. Ich war live dabei. Das Publikum ist hier sehr viel besser. Ich habe gerade so einen Teil gesehen, wie es zu spät kam, aber es ist, ich muss mir das nochmal richtig anschauen. Das ist okay, Detlef, von dir auch ganz kurz Lieblingshorrorfilm, ey, bevor wir hier anfangen. Mein Lieblingshorrorfilm, ja. Also Freitag nach 19 Uhr. Teil 1 oder was? Ja, da bist du ja voll richtig. Wir müssen ja auch ein Foto an der Fotowand machen. Ich war viel zu aufgeregt, um jetzt nachzudenken, weil ich einen Horrorfilm nicht jetzt durchführe. Feel free. Also, weißt du, wie voll klar. Und Giselle fehlt mir natürlich noch auf der Bühne. Giselle Oppermann, ist die noch da? Ja, hoffe schon. Giselle ist hier unsere Lockenpot. Cheerleaderin. Ich rutsche mal ein Stück auf, genau. Ja. Hallo, liebe Giselle. Hi. Das hat Markus Spiegelegger mal gemacht. Darf ich mal ganz kurz einmal, damit wir das einmal auf Band haben? Ich weiß nicht, ob man das mit dem Licht sieht. Hier ist irgendwo so ein Streifen. Wenn ihr im, da, glaube ich. Ja. Wenn ihr im Film gesehen und gedacht habt, hä, ist die Leinwand dreckig? Nee. Markus Spiegelegger ist bei der Tarantino hier runtergefallen, hat seinen Ring gehabt und hat hier gemacht. Das ist für ewig verewigt. So. Die Geschichte war das. Liebe Giselle, dein Lieblingshorrorfilm wollen wir noch hören? Ich schaue ja eigentlich gar keine Horrorfilme. Ja. Aber natürlich ist Skyshucks jetzt mein neuer Lieblingshorrorfilm. So, richtige Antwort. Geiler Film, hat mir tatsächlich auch noch. Das ist ein guter Tipp, vielen Dank. Okay, und es fehlt noch unser Daniel Berthold, der die High-Effekte gemacht hat. Lieber Daniel, einmal noch auf die Bühne mit dir. Großen Applaus. Ja. Ja, Fanbase. Und unsere Jenny fehlt auch noch. Ja. Na dann, ab Jenny. Was hast du mit Ralf gespielt, von daher. Und Jenny ist auch im Start, genau. So, Daniel, Lieblingshorrorfilm. Mein Lieblingshorrorfilm ist das Ding aus den anderen Welt. Oh, John Carpenter. Hey, geil. Schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und Jenny? Mein Lieblingshorrorfilm ist The Shining. Ja, das ist okay. So, meine Lieben, also, wir hatten eigentlich vor, die Fesenbrüder, die sind nämlich gerade in Moskau, hier auch sozusagen herzuzitieren auf die Leinwand mit einer Live-Schalte über Microsoft Teams. FaceTime, Skype, was gibt's noch? Ich habe keine Ahnung. Zoom. Aber es klappt nicht. Oh, Überraschung. Ja, es klappt nicht. Aber wir haben ja mit der Eva die Mitproduzentin hier. Insofern wird auch Eva bestimmt uns einiges über den Werdegang dieser Monsterproduktion im wahrsten Sinne des Wortes erzählen können. Eva, von dem her nimmst du jetzt auch gleichzeitig also nicht nur die Rolle deiner Hauptfigur ein, sondern auch von Marc Frese. Ich freue mich. So ungefähr, das wird sehr gerne eine Aufzeichnung. Ich freue mich jetzt schon auf den Ton. Viel Spaß. So. Also, Schätzelein, jetzt mal ernsthaft. 7 Jahre, du bist seit Anfang an dabei? Ja, beziehungsweise die haben ja erst diesen Crowdfunding-Trailer gedreht. Ja. So eine Kickstarter-Kampagne, muss man genau sagen. Genau, genau. Und die haben da echt auch viele Leute zusammenbekommen, die auch das Ganze unterstützt haben. Ich kann aber nicht genau sagen, wie viel es dann war. Weil ich war da noch nicht so involviert und dann haben sie mich halt angefragt. Aber jetzt, ich habe das erste Mal dafür gedreht 2016 und dann wieder 2017 und nochmal 2018. Weil es war immer so, wir hatten immer so gute Perioden von Geld und schlechte Perioden von Geld. Und das sieht man auch ganz klar in diesen Flugzeugszenen. Weil einmal das erste sieht so ein bisschen aus wie Hollywood und nachher wird es dann so ein bisschen günstiger. Also ich finde, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber die haben es trotzdem durchgezogen, weil es ist so wahnsinnig schwierig, so einen Film zu machen. Ja, es sind alle drauf. Ja, du bist drauf, das ist das Wichtigste, weil du bist hier am Rand, komm ein bisschen weiter ran. Ja, und aber die Jungs haben so gekämpft und gerade hier in Deutschland jetzt, weil hier in Deutschland ist der Film eben im Kino rausgekommen und es hieß dreimal, der Film kommt jetzt im Kino raus, aber wird immer wieder verschoben. Es war wirklich furchtbar, die waren so am Ende. Und ich habe auch gehört, dass du, Daniel, ursprünglich dachtest, du machst irgendwie 9 Effekte und dann wurden es irgendwie 169, kann das sein? 125 ungefähr. Okay, und wie war die Zusammenarbeit dann mit Marc Frese? Hat es lange gedauert, vielleicht so nachts, immer so bis morgens um 8? Ja, also wir haben immer so, ich kam immer um 6, also 18 Uhr in seine Büro rein, oder an den Wochenenden halt schon vorher.
Und dann war er halt schon immer mitten am Machen. Und dann haben wir halt meistens bis abends um zwei da gesessen. Also wirklich. Das ist ja noch gesittet. Auch viel Marc ist ja dafür bekannt, dass er gerne bechert. Ach was. Und okay. Und halt ab und zu dann immer wieder Bier und Rotwein. Also dadurch war es dann halt überhaupt erst auszuhalten, weil es war halt wirklich, was du gerade gesagt hast, dieses Aufgab, das war halt einfach eine Katastrophe. Ja klar, aber mit Marc kann man so viel Spaß haben. Der ist wirklich so ein süßer Bär. Ach, ich muss eine schöne Geschichte erzählen. Das ist wirklich schön. Weil Marc hat natürlich lauter Pornodarstellerinnen engagiert, auch für die kleine Szene, für wo unser Vater quasi das alles erklärt, so was alles passiert ist, so ein bisschen diese Erklärbär-Szene. Und das war halt auch eine, die wollte gerne noch eine größere Rolle haben und war dann immer so ein bisschen hinter ihm her. Und irgendwann kam Marc zu mir und meinte, oh, ich habe Angst, Eva, tu irgendwas, die verfolgt mich die ganze Zeit. Aber trotzdem, er war so begeistert einfach von allem, weil Marc liebt Titten, Marc liebt Haie, Marc liebt Zombies und Marc liebt Frauen. Und Marc liebt einfach solche crazy Sachen. Und ich glaube, die saßen wirklich dabei, abends, wurde mir auch so erzählt, und hatten irgendwie so ein paar Ideen, haben gesagt, wir wollen Haie, die fliegen und die Welt bedrohen und wir brauchen Frauen, wir brauchen Sex und Titten. Und dadurch ist das Ganze entstanden. Also das war so eine Art Hirnexplosion um 4 morgens nach 20 Bier. Also so macht man auch Filme. So macht man auch Filme, ganz genau. Und man darf nicht vergessen, es gab ja hierfür keine Filmförderung. Ne? Das darf man nicht vergessen an der Stelle, weil die deutsche Filmförderung und wir haben das alles selbst bezahlt. Selber bezahlt und durch die Kickstarter, Crowdfunder, ich weiß nicht, ob hier welche im Saal sind. Sind welche Crowdfunder im Saal? Ja, Jenny ist zum Beispiel da, noch hat irgendjemand Geld dafür bezahlt. Ich sehe überhaupt nichts. Und wenn, dann vielen Dank an euch alle. Und jetzt nochmal eine Frage an den Detlef auf jeden Fall. Dr. Hans Kammler. Diese Figur gibt es ja, oder gab es ja wirklich. Hast du dich mit der, kanntest du die Figur aus dem Dritten Reich? Hast du dich mit ihr beschäftigt? Bei deiner Performance für Hans Kammler. Marc Feser hat mir ein Buch gegeben, was er noch nicht zurückbekommen hat. Das kriegt er auch nicht mehr zurück. Ich dachte, ich weiß, gibt es nicht mehr. Und dann habe ich das ganze Buch durchgelesen. Aber nazitechnisch kenne ich mich aus, weil ich bin der weltbeste Heidrecht-Darsteller, den es gibt, weil ich ihn ähnlich sehe. Und das ist durch mein Revier. Wie heißt das Buch? Das Buch? Dr. Kammler oder so. Dr. Kammler. Aber ich kann allen nur sagen, also ab dem Moment, wo man so ein paar Stiefel anzieht und so eine Uniform, dann muss man eigentlich gar nicht viel machen. Ein bisschen lauter, okay. Und ich muss gestehen, mein Opa war bei der SS. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt hier schon sagen muss, aber es ist wahr. Harte Scheiße, und um da einen Break zu kriegen, hat jemand aus dem Publikum eine Frage. Ich hoffe, live sieht euch, ich sehe euch nämlich überhaupt gar nicht. Feel free, also es wurden hier schon Wörter wie Tippen und so benutzt, feel free. Wenn nicht, habe ich eine. Da, sich, live, du musst mir helfen, ich sehe wirklich gar nichts. Ja, das stimmt, ich war da auch schon. Vielleicht ruft jemand ja, wenn jemand eine Frage hat. Hat keiner eine Frage? Leute, komm mal. Da, hier. Live siehst du den? Ja, die Namen. Entschuldigung, also, ja. War es eigentlich witzig, die Rolle zu spielen, ohne zu lachen, als SS, Dieskas, Ananas, Typ, ohne niemals zu lachen? Also ich habe noch nie so einen serious Typen gesehen. Die Frage geht jetzt an den Detlef, oder? Ja. Mikrofon, ne? Also zum einen war die Stimmung am Set so, dass ich richtig schlechte Laune hatte. Ich werde die Regisseure bestätigen können, weil er Regisseur und beteiligen. Ja, das ist Schauspiel eben. Ich meine, was willst du machen? Nice! Okay, cool. War da vielleicht noch. Wir müssen ein bisschen helfen, ich sehe nichts. War da hinten noch irgendwo eine Frage, glaube ich, ja, bitte? Also Publikum wirklich laut halt schreien, weil sonst. Wir sehen ihn nicht. Erste Frage. Hi, hier war du. Danke. Jetzt soll es einen zweiten Teil geben oder ist etwas geplant? Pass auf, ganz ehrlich, du wirst die Frage wahrscheinlich nicht beantworten können. Du, René, ja, ich kann. Auch nicht? Ja, ich kann. Okay, mach. Ja. Hier. Ja, pass auf, folgender Vorschlag. Also, dieser Film, diese Produktion hat wirklich die Jungs auf Deutsch gesagt gefickt.
Ja, also wirklich mental und auch finanziell, und es war wirklich eine harte Stimme. Stimmt gar nicht. Das ist, hat das alles selber Presse. Kann ich die Frage beantworten für Teil 2? Ja, bitte. Also, wir waren bei der Premiere und das war wundervoll, aber nicht ganz so toll wie heute Abend hier. Cool. Ja, und der Regisseur persönlich hat am Ende im Q&A gesagt, der zweite Teil wird Skyfrox. Das wollte ich gerade sagen. Du hast mir gerade voll die Pointe genommen. Also es gibt nicht Skyfrox 2, es gibt einfach fucking Skyfrox. Ich meine, ihr habt doch Grindhouse gesehen, da gab es Machete, den Fake-Trailer, und was wurde daraus? Ein Feature-Film. Also ein Kassenschlager. Aber ein sensationeller Kassenschlager. Und meine zweite Frage, Iron Sky und Sky Sharks, bin ich eigentlich ein bisschen was von Nazis und so weiter. Habt ihr euch da von Iron Sky ein bisschen inspirieren lassen? Jetzt kommt's. Nein. Gar keins. Danke. Niemals. Welcher Geschmack hat der Lollipop gehabt? Ja. Erdbeere. So, aber danach noch einen zweiten und der hat nicht. Kolja, war das eine Meldung, dass du hier wolltest, oder hast du eine Frage? Hier unten ist noch eine Frage, derweil frage ich mal die Eva. Eva, war das ein Bodydouble oder warst du das, die nackte Dame? Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Also, das ist der erste Film, in dem ich tatsächlich komplett unfreiwillig meine Mut zeige. Weil, okay, keiner von euch hat es gesehen, sehr gut, ich freue mich. Weil in dieser Duschszene, ich glaube, Marc hat mich echt ein bisschen verarscht, weil er halt, man hätte genauso gut das ein bisschen weniger stark rauszoomen müssen, da hätte man es nicht gesehen, aber ich hatte nicht gedacht, dass ich in einem Film voller auch Pornodarsteller die Einzige bin, die meine Mut zeigt. Und ich hatte ihn einmal gesehen in einer anderen Schnittversion mit meinem Freund zusammen, wir alles cool. Und dann haben wir die finale Schnittversion gesehen, die aber schon verkauft wurde, halt so in die Welt. Und wir beide so, was ist das? Und mein Freund so, ich hatte ihm zuerst erzählt, ich hätte die Szene mit einem Höschen gespielt, was natürlich gelogen war. Aber auf jeden Fall hat er sich ziemlich aufgeregt und ich habe dann Marc halt auch gefragt, sag mal, warum hast du es so geschnitten? Ich habe das nicht gesehen, mein Schnitt und so. Aber ist egal, ich finde, wer mit 42 mal seinen Mut zeigt, einen Film, den er selbst produziert hat, der weltweit irgendwie gesendet wird, der kann nichts weiteres falsch machen, oder? Ja, sehr gut. Da haben wir das auch geklärt. Vielen Dank. Es gibt zwei verschiedene Versionen vom Film, ich habe es entdeckt. Und zwar die Kickstarter-Edition, die er bekommen hat, ist ein anderer Schnitt als die Kinofassung. Die steht unten. Viel Spaß beim Suchen aus. Was ist denn anders? Was ist denn anders? Welche ist wilder? In die Kinofassung bei den Moons zu sehen. Ist bei den Kickstarter nicht dabei? Nicht mit dabei. Hör auf. Dann weiß ich einfach gesehen. Hör auf. Dann weiß ich es endlich. Jetzt weiß ich, was ich machen soll, was ich machen muss mit Marc. Ich fürchte. Nein, hör auf, das ist echt nicht wahr. Er mag dich einfach nur besonders gern. Ganz kurz, wir haben das ja auch bei Marc in seiner Dusche zu Hause gefilmt. Das wird jetzt so ein bisschen pervers für mich. Aber egal, gut, ich halte mich jetzt raus, aber danke für diese Aufklärung. Dann habe ich wieder gute Worte mit Marc zu wechseln. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wenn du die Kickstarter-Edition schon gesehen hast, die steht unten nämlich aus, habt ihr vielleicht die Schaukästen gesehen? Wir haben dein komplettes Kostüm hier, ne? Ich hätte ja gedacht, du kommst in deinen... Das, du ziehst es an? Ich ziehe es gleich an für die Autogrammstunde. Ja! Wir haben das komplette Kostüm von Eva Habermann hier, das ist unten in den Schaukästen ausgestellt. Schön, dass ihr alle euch die Ausstellung angeguckt habt. Nein, Spaß. Okay, aber wenn du, so einen Einblick in Eva. Was ist denn noch anders? Was ist denn noch anders in der Kickstarter-Edition im Vergleich zur Schnitt? Es gibt keinen deutschen Ton. Okay, von der Schnitt? Vom Schnitt her? Vom Cut? Die Humor von Eva fehlt und. Das war's halt. Weil es wie Robocop. Irgendwas fehlt immer. Gut, es wird seine Gründe haben oder auch nicht, denn wer den mag,
danach fragen. Also alles, was jetzt wir hier nicht beantworten können, unter anderem das, werde ich danach mit Marc, nachdem er aus Moskau wieder zurückkommt, werde ich ihn fragen und dann schneiden wir das ganze Ding zusammen. Ich bin gespannt, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. So, okay. Detlef, wie war es denn mit Kalki zu drehen? Wie oft habt ihr euch gegenseitig bepisst vor Lachen, als Hermann Göring und Dr. Hans Kammler? Wie war das? Wie lange dauerte der Set oder die Dreharbeit an dem Set? Wie viele Tage warst du da? Erzähl mal ein bisschen was mit der Erfahrung. Ja, ich bin nicht wie Eva, dass ich 2016 das erste Mal da war, 2017, 2018, 2019, keine Ahnung mehr. Das waren immer zwei Tage. Und die Drehtage waren eigentlich relativ normal, außer dass die Organisation vielleicht nicht ganz so war, wie ich es gewohnt war. Aber ja, also man sollte in einem neuen Fahrer sein, wo man überall kann und dann kann man niemanden sehen. Bis, dass du auf dem Zimmer warst, es war schon manchmal so ein bisschen, ich hatte einmal eine Konferenzsitzung, dann so ein Videotalk mit allen drei Produzenten, weil ich nicht aus ihrer Sicht mich nicht anständig verhalten habe. Also, erzähl uns davon, was war los? Ja, man hat versucht, mich zurückzupfeifen, weil wenn du so eine Rolle spielst, du kannst ja auch, also du musst ja so einen Charakter spielst, da brauchst du auch so ein bisschen Luft, du musst ja auch atmen. Also du gehst ja nicht rein und sagst, jetzt bin ich da drunter Kammer, sondern du brauchst ein bisschen Vorlauf, muss ich warm machen, vielleicht Mikrofon sich rein, du brauchst Energie vor allen Dingen. Und es, mir macht es immer sehr Spaß, mich gegen alle zu stellen. Also es macht Spaß zu sagen, pass mal auf, das Fenster muss jetzt auf und die Luft ist jetzt beschissen. Wenn du das Fenster nicht aufmachst, dann kannst du mir noch nachstellen. Und so weiter. Dann geht es dann so los. Und dann hassen dich alle. Und ein bisschen Hass zu nehmen, das ist so geil. Das ist sensationell. Maja, du wartest schon sehr lange. Und da bitte auf meine Kamera, Schatzi. Ich habe auch eine Frage. Ich hatte Eva eben schon gefragt, auf dem Weg zur Toilette. Ja, meine Frage ist immer noch, ob alle Schauspieler, zumindest im Deutschen, sich selbst synchronisiert haben. Bei der Synchro? Also ich habe mitbekommen, dass Tobias Schenke relativ beleidigt war, weil er nicht selbst sich synchronisiert hat. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber bei Independent-Filmen ist halt oft so, wenn du irgendjemanden einfliegen musst oder so. Ich habe keine Ahnung, warum der sich nicht selbst synchronisiert hat, ganz ehrlich. Aber ich habe mich selber gesprochen. Der Thomas Morris hat sich selber gesprochen, Barbara offensichtlich nicht. Und er hat ja auch sehr viele englischsprachige Schauspieler. Aber ich weiß nicht, Ronny, hast du dich gesprochen? Das ist krass, dass du fragst. Und ich beide, frage ja. Ja, krass. Du und Eva. Ja. Marc hat mir beim Saufen gesprochen. Du kannst auf jeden Fall selber so kritisieren, du. Aber das ist interessant, weil ich habe den Fall gefragt. Und dann wie gemein. Okay. Bin ich synchronisiert? Kurz frage. Na, du sprichst doch eher auf Deutsch. Ja, ich bin nicht synchronisiert. Ja, genau. Gute Frage. Was mache ich eigentlich? Okay. Ja. Ja, vielen Dank. Du hast, genau. Ja, Jenny, erzähl mal, du hast ja neben Ralf Christians, also ich hatte das vorhin gesagt, das ist der ehemalige Geschäftsführer dieses Hauses, das Delfin hat auch 1000 Euro gespendet für diesen Film übrigens. Leider sehr schade, dass der Ralf das jetzt hier nicht miterleben konnte, durfte. Ursprünglich sollte die Premiere hier in Wolfsburg sein und nicht in Berlin. So war es letztes Jahr im Dezember ursprünglich geplant. Da kam Sony dazwischen und hat gesagt, oh nee, dann lieber Zoopalast. Aber die beiden, ja, aber ihr wart trotzdem cooler. Ganz ohne Scheiß. Und jetzt? Viel cooler. Aber das ist halt so. Berlin ist eh nicht so cool. Das Ding ist so, am 11.11. kommt die Blu-ray von Sony Home Entertainment. Und was wir heute geguckt haben, ist immer noch ein Independent-Film. Ohne großes Studio, was das bezahlt hat. Und deswegen wäre auch Wolfsburg cool gewesen. Oder? Jenny, also. Du hast mit Ralf im Set ja gespielt. Wie war das für dich so, mal so ein bisschen blutig, zermatscht worden zu sein? Wie waren die Splatter-Erfahrungen für dich? Ich fand es sehr großartig, obwohl das Eindrücklichste für mich war, ich habe damals meine Kinder mal mit ans Set genommen zu einem Besuch, die waren 4 und 6 Jahre alt. Die waren im Schuljahr umgezogen, der Große umgeschult in der ersten Klasse und dann kam dieser Setbesuch, das hat ihm gut gefallen, muss man dazu sagen, aber er hat mich danach vorgestellt mit den Worten, das war jetzt meine Mama und die wird im Horrorfilm von Zombies im Flugzeug mit einem Stahl sein können.
Ich hatte danach nicht viele Freunde unter den Grundschuleeltern, aber die, die geblieben sind, waren sehr, sehr cool. Ja, wer solche Eltern hat, ne? Hat alles richtig gemacht. Richtig. Ja, schön, dass ich gut das hin. Okay, jetzt noch eine Frage aus dem Publikum. Da winkt jemand. Ihr müsst hier schreien, weil ich hier, Mann! Danke, Nadine. Schön, dass du gleich weißt, ohne dass du es siehst. Ja, ja, an deiner Stimme habe ich dich. Ach so, alles klar. Ich wollte wissen, ob ihr ein Lieblingshai hattet. Ein was? Ein Lieblingshai? Ja, ein Lieblingsreichflughai. Ein Hammerhai. Meiner ist der Hammerhai. Ja, meiner auch. Also wir müssen euch da echt enttäuschen, aber wir haben ganz viel vor dem Greenscreen gedreht. Das heißt, wir haben sehr viel nicht gesehen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt einen einzigen Hai gesehen. Weil wir alle Hai VfX waren. Was? Nein, das stimmt. Ich habe heute mit Sonja Rüther gesprochen. Sonja Rüther war diejenige, die bei unserem Horror-Festival die Lesung gemacht hat. Vielleicht erinnert ihr euch vor das Ding aus einer anderen Welt. Und ich habe gefragt, hey, kommst du heute her? Die wohnt in der Nähe von Hamburg. Dann hat sie gesagt, oh, wenn das nicht so fucking weit weg will. Das war nicht meine Frage. Ja, sofort, mein Schatz. Und dann aber das bringt mich gerade. Und dann sagte sie, ja, wenn das nicht so weit weg will, dann habe ich gesagt, hast du keinen Reichsflughai? Dann sagt sie, nee, der ist gerade beim Tierarzt. So, also es gibt die. Ich habe keinen Lieblingsreichsflughai. Die wurden alle wieder ausgebildet. Ja. Die wurden professionell. Aber hatten wir da nicht auch eine Anekdote am Set? Ja. Erzähl mal, wie war das mit den Haien? Der hatte Unfreude vor der Kamera und wollte ein Interview machen, ganz, ganz ernsthaft, und fragte nach den Haien. Und wir beide guckten uns halt nur an und haben uns gar nicht abgesprochen und fingen dann an, sehr ernst darüber zu reden, dass das nordisländische Flughaie sind. Die wurden ganz, ganz mühsam gezähmt und dann professionell wieder ausgebildet, bis auf die wenigen, die verletzt wurden. Und man sah halt hier die Kamera und die... Welche Rasse? Wir haben keine Ahnung. Oder wisst ihr die Rasse der Reichsflughaie? Das musst du ja wissen, du hast ja die Dinger gemacht. Ja. Eigentlich gab es ja nur drei. Also weißen Hai, einen Hammerhai, also weißen Hai, also in verschiedenen Formen und Farben ein bisschen. Und dann halt den Megalodon zum Schluss. Den fand ich persönlich am coolsten. Weil er groß war. Ja, weil er halt am gruseligsten aussieht und in echt gibt es ihn halt auch. Können, also weiß ich nicht. Es gibt ja Legenden, aber ich behaupte mal, es gibt ihn nicht. Ich habe noch eine Frage aus Berlin von meinem Kumpel Itchy. Der hat gesagt, im letzten Trailer gäbe es angeblich, hoffentlich krieg's hin, Hai-Raketen, also die mit Haien geschossen hätten. Ich habe es nicht validiert, ich weiß es nicht. Und noch richtige Laserkanonen irgendwie. Und die wären wohl im Endfilm nicht drin gewesen. Ich weiß nicht, in welchem Trailer er das gesehen hat. Es gab ja nur mehrere Trailer. Kannst du irgendwas dazu sagen, ob es da quasi auch im Endprodukt eine Veränderung gegeben hat? Haie, die was geschossen haben? Haie? Wahrscheinlich kleine Haie. Und wirkliche Raketen. Ja, also Raketen ja, aber mehr wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also das wäre ja Quatsch, weil damals gab es ja noch keine Laserwaffen. Also die Haie kommen ja aus dem... das war's. Ja, hat ja Marc Benecke erklärt. Achso, übrigens, ich soll euch ganz lieb grüßen von Marc. Ich soll euch ganz lieb grüßen von Michaela Schaffrath. Die wäre gerne gekommen, wie sie es damals vor 4 Jahren versprochen hat. Ist jetzt aber leider anderweitig schon unterwegs. Naja, zu den beiden Brüdern habe ich ja schon was gesagt. Die sind jetzt in Moskau und Giselle wollte eigentlich nach Paris ins Disneyland, aber hat sich lieber für Wolfsburg entschieden. Ist doch auch geil, ne? Also Applaus für Giselle. So. War das so, ne? Ja. Gut, was haben wir noch? War noch jemand eine Frage? Ja! Oh, 1, 2, 3. Mahlzeit. Mahlzeit, Olli. Welche Szene am aufwendigsten war?
Es waren ja nicht immer alle immer überall dabei. Es ist schwierig zu beantworten, oder? Ja, ich frag mal das Produzententeam. Du nimmst ja mal. Ich muss immer hier für alles gerade stehen, nur weil die gerade in Moskau. Die sind in Moskau versackt. Das ist alles. Das weiß ich auch. Also ich bin ganz sicher. Aber sonst, also, was kommt denn, was ist denn für dich am aufwendigsten? Weil es gibt halt diese ganzen Greenscreen-Sachen, es gibt die Stunt-Sachen, es gibt, ich meine, die haben ein halbes Flugzeug sich da in so eine Halle gestellt. Das ist auch aufwendig. Also, die haben. Ja, ja, in dieser Turbinenhalle war untergebracht Vietnam, der Bahnhof, das Flug, doch Vietnam, ich war da. Nein, in Braunschweig, genau. Okay, aber in Braunschweig stand auch das Flugzeug. Und das Geisterschiff. Und das Geisterschiff. Ich habe überhaupt eine Frage, wohin ist am Schluss eigentlich die Himmelsfaust gefahren? Weil das Schiff, das sieht man doch und soll Amerika angreifen. Und wo ist die hin? Ist die gesunken dann? Das ist die Quizfrage. Hast du aufgepasst? Das kommt im zweiten Teil. Das war für den zweiten Teil geplant. Ja, die taucht dann wieder auf, wahrscheinlich, oder? Weil das ist mir aufgefallen, dass sie einfach weg war, oder? Ja, die war einfach weg. Genau. Ja. Daniel, wo ist die Himmelsfaust hin, die Amerika angreifen sollte? Also eigentlich wäre es für den zweiten Teil geplant gewesen. Ja, da will ich jetzt aber nicht zu viel erzählen, weil das nicht mein Part ist, weil ich jetzt ja, also eigentlich wäre es für den zweiten Teil angedacht gewesen. Angedacht gewesen, dass es dann damit anfängt, dass halt New York überfallen wird von den ja, von dem, was man da zum Schluss gesehen hat. Ah, wie in Voodoo. Wie in Voodoo, von Fulci. Für Fulci, 1980. Was meinst du denn jetzt unter aufwendig? Von den ganzen Special Effects oder von den Menschen her, dass so viele mitgespielt haben? Von den Menschen, ohne Special Effects. Ah, okay. Ich war nicht in so vielen Szenen mit so vielen Menschen dabei. Vielleicht kann ich die Frage beantworten. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich würde jetzt mal auf die Vietnam-Szene zu sprechen kommen, die wir in Braunschweig gedreht haben, im Industriegebiet. Da gab es nämlich echte Drohnen-Szenen, da gab es echte Explosionsszenen. Wir hatten extrem viele Stunt-Leute am Set. Vietnamesen. Und das war schon ziemlich geil, weil da kam dann tatsächlich auch die Feuerwehr an, aufgrund dieser großen Explosionsszenen, die wir dort gesehen haben, weil die überhaupt keinen Plan hatten, was da abgeht. Und dann musste, wir sind dann irgendwie zu Carsten oder zu Marke, keine Ahnung, denen der eine gerade Action gerufen hat, hat einem gesagt, ja Moment, wieso das denn, ja, da kommt die Feuerwehr, hä? Und Willen war auch da, weiß ich nicht. Dann mussten die denen erstmal erklären, dass aufgrund des ganzen Rauchs, der da hochgegangen ist, hat dann irgendein Nachbar da die, ne, Polizei gerufen, keine Ahnung. Naja, da kam halt die Feuerwehr, dann mussten die denen erstmal erklären, nee, 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 alles gut. Hier kommt niemand zu Schaden, wir killen hier nur Vietnamesen und GIs. Und Ash, ist das an einem Abend oder an einem Tag gedreht worden? Nee, oder? Nein, das waren zwei Drehtage, glaube ich, zwei oder drei. Jenny, hilf mir mal kurz. Zwei oder drei, wie Detlef gerade sagte, du kommst. Jetzt hintereinander, oder? Ja, genau, du kommst 17 Uhr am Set und bist morgens um 6 Uhr dran. Also so ähnlich war das bei uns tatsächlich auch. Kommst 17 Uhr zum Set, bis 18 Uhr in der Maske. Und hast dann 8 Stunden Hunger und dann drehst du halt so. Ja, sagst du jetzt dazu, dass es kompliziert ist? Also jetzt die Antwort auf die Frage, was am kompliziertesten war, mit Menschen zu drehen? Naja, es war halt die Zeit war mehr das Problem. So, das, vielleicht auch das Zeitmanagement, weiß ich nicht genau. Erzähl ich mal eine Geschichte. Und zwar für den Dreh mit Eva. Wenn schon ein Film drin ist. Und das ist aufwendig. So hintereinander zu drehen, 2 Tage, da sind ja alle noch da. Aber wir haben was gedreht und zwar so eine Szene. Die Eröffnung war zufällig meine Person, und zwar an dem Tisch, in dem Hangar, wo sich Mathis Randbär dann verabredet mit Barbara, was geht ab? Und du bist auch mit dabei. Und da haben wir eine Szene gedreht vorher am Tisch, weil es war nicht ganz klar, was jetzt abgeht. Weil der Film besteht ja, der ist ja 10 Jahre in der Zukunft, der ist viel zu gut für uns heute, ne? Der besteht ja aus einzelnen Clips, sodass man so am Ball bleiben kann die ganze Zeit, weil alles so geil ist. Und let's back to topic. Wir mussten uns treffen am Tisch mit 10 Leuten und alle darüber beraten, was machen wir jetzt, so diese Armeetypen, diese Wissenschaftler und so, hey, wir fliegen jetzt hoch, um die Haie zu verwirren mit diesem elektromagnetischen Impuls,
damit die runterfallen. Und da warst du mit dabei. Und das sah toll aus. Ja, gerade der Synthwave-Soundtrack hat mir sehr gut gefallen. Wir haben den gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Es ist gerade so unhöflich hier vorne. Die Darsteller sind unhöflich gegenüber den Gästen. Ich glaube auch. Nein. gerade der Synthwave-Soundtrack hat mir echt gut gefallen. Wir haben den gemacht. Oder hat jemand generell vielleicht... Der Synthi-Soundtrack. Der Synthi-Soundtrack. War das genau? Okay. Genau. Kann das oder generell vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Soundtrack, weil der mir echt gut gefallen hat. Ist meine Frage. Auf jeden Fall cool. Nochmal den Film schauen, am besten kaufen am 11.11. von Sony auf Blu-ray, dann kannst du am Anfang gucken, wie die Musik macht. Also entweder das oder auch die Frage werden wir dann von Marc beantworten lassen. Was ich aber weiß, ist ganz zum Schluss kam ja Duff mit der Mussolini, soweit ist klar. Und ganz zum Schluss, das war in Berlin, wurde auch das auch gefragt, dieser Hip-Hop-Track, das ist Phase 5, ein altes Track von Marc Käse aus Urzeiten aus Braunschweig. Das kann ich auch beantworten. Aber den Score, wenn das deine Frage ist, das weiß ich jetzt nicht. Werden wir aber nachreichen, okay? So, letzte Frage und dann hier mal im Saufen. Wie viel hat der Film denn gekostet? 4,5 Millionen. 5 Millionen. Entschuldigung. Eva. Ich habe so schnell gesagt. Darüber spricht man eigentlich nicht, weil man muss ja ganz hoch ansetzen, damit, wenn man die verkauft, ist ja wie eine Chanel-Tasche, die muss ganz teuer sein. Kannst du mal das Geschäftliche unter uns lassen? Dann okay, also der Film hat 10 Millionen gekostet. Also wie so eine Louis Vuitton-Tasche ungefähr. Weil, also wie viele. Also es ist einfach sehr schwer zu bemessen, wenn Leute einfach ihre Arbeitskraft eingebracht haben. Da kommen wir auf jeden Fall so auf den Preis. Aber an Cash, was da reingekommen ist, war es deutlich weniger. Aber das ist einfach so, wie Independent-Filme funktionieren. Die werden aus Leidenschaft gemacht. Und wir haben auch schon mal Förderungen beantragt für einen Horrorfilm und es wird einfach gesagt in Deutschland dann, Genrefilme werden nicht gefördert, weil sie nicht kulturell wertvoll sind. Okay, das ist so vielleicht. Aber trotzdem, man muss sie dann selbst machen, wenn man sagt, ich will das machen. Und deswegen, das habe ich auch einfach sehr an den Fese-Brüdern bewundert, weil du musst es selber machen alles, wenn du sowas machen willst. Ja, ich glaube, das ist auch das große... Der große Prüfpunkt in diesem Projekt. Alle waren mit extremer Leidenschaft dabei, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera. Und ich glaube, das spürt man auch. Und ich kann, glaube ich, im Namen von Marc und Carsten hier noch sagen, das haben die Jungs auch in Berlin gesagt, sie beide danken allen, die daran mitgewirkt haben, allen Darstellern, allen Komparsen, allen Produzenten, allen Stuntmen, allen Kickstarter-Unterstützern, innen, und ja, allen eigentlich. Allen eigentlich. Und es gibt bestimmt viele Leute, die nach 4 Jahren oder 5 Jahren gesagt hätten, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß jetzt hin und ich ziehe das Ding nicht durch. Und Marc und Carsten, beziehungsweise ihr, alle von dem Team, haben das durchgezogen. Und das ist, glaube ich, schon mehr wert, als man eigentlich aus einer Produktion, einer lokalen Produktion aus Niedersachsen erwarten könnte. Die in wie vielen Ländern verkauft wurden, jetzt könnt ihr das nochmal sagen? Nee, es waren schon ein paar mehr als. Also, Sony macht europaweit den Home Entertainment Vertrieb, im deutschen Kinovertrieb. Frankreich ist raus, Spanien ist raus, Japan ist raus. Ja, ist doch schon mal ganz schön gut in so kurzer Zeit, ne? Okay, gut. Gibt's noch eine Frage oder ansonsten? Ja, ich habe noch eine. Immer noch. Ja, eine habe ich noch. Marc ist zwar nicht da, ich frage trotzdem. Wo ist das Mikro? Ja, ich hab echt mal eine Frage jetzt, ne? Markus war jetzt nicht anwesend, so würde ich den fragen, und zwar diese ganzen Nazi-Requisiten, die für den Film handgekarrt wurden, ja. Mussten die danach vernichtet werden und wo kamen die her? Also, interessiert mich wirklich. Die sind in einem ganz tiefen Keller vergraben. Ja, zu Hause in so einem Nee, in der Ukraine. Hat Marc nichts mehr davon? Stars 12 heißt das Ding. Das ist doch verarscht jetzt. Ich meine jetzt mal ehrlich jetzt. Wo kamen die her? Die ganzen Nazi-Requisiten. Ist das nicht? eBay. Was, wo kriegt man sowas her, wenn man das nicht I don't know. Darknet. Darknet, eBay. Wo kriegst du das? Also er hat mir einmal erzählt, diese Rüstung zum Beispiel, was diese Reiter anhatten, die hatten tatsächlich wirklich, das waren wirklich Metallrüstungen, die von so einem, wie nennt man das, Ritter... Also der wirklich sowas macht, es gibt ja so Mittelalter
Nazi? Nee, ja, die für so Mittelalter-Festivals so Ritterrüstung machen. Da hat er sowas bestellt. Tatsächlich. Okay. Oh ja, aber ich meine, wir leben in einer Welt des Zwielichts, keine Freunde der Dämmerung. Aber warum fragst du? Möchtest du was davon haben? Oder? Ich recherchiere nur. Ich recherchiere nur, ja. Agent, Schluss. So, also, liebe Freunde, das war Sky Sharks, das Special Screening in Wolfsburg. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir hier auf der Bühne. Vielen Dank fürs Kommen, Leute, ihr wart ein geiles Publikum. Herzlichen Dank an unsere Gäste in Wolfsburg. Und jetzt machen wir noch ganz schnell, bevor ihr abhaut, wir unterschreiben jetzt nochmal das Plakat. Und dann komme ich noch einmal auf die Bühne und dann kann jemand das Plakat gewinnen. Okay? Und vielleicht kommen ein paar Abzeichen von den Filmen. Dankeschön!